Tack. Tack, ich hoffe, du hattest das Gras da vorne entfernt. Ja, hab ich. Überall. Das Oma-LP, das Oma-LP, das Oma-LP, das Oma-LP, ich bin's leid. Ich hab keinen Bock. Ich hasse dich. Ich wollte mein Schwert ziehen und dabei hat der Sack schon gesagt, ne. Die laufen will ich nicht, ey. Das machen wir dann alles ganz. Ich frage mich, warum hier so viele Mobs sind. Okay, das hätten wir. Schauen uns das Ganze mal von hier hinten an. Ich bin fertig. Wow, ging ja fix. Moment, alles weg. Ich hab doch schon wieder kein Schwert im. Alles weggesprengt am Ende. Oh, der Baum. Ja, das ist ein Creeper. Ja, brennt gut. Und bis jetzt auch nur auf der einen Seite, wo es brennen soll. So wie sich's gehört hat. Das war eine wahre Gehirntat. Oh, jetzt hast du nicht gesehen, dass Gras brennt. Das habe ich vor uns gesehen, wo ich so einen Baum einzünden wollte. Da hat das Gras dann quasi in der Luft Feuer gefangen. Wo es eigentlich zu Ende ist, hat es gebrannt. Was ja auch Sinn macht. Ja, macht auch Sinn. Kalle, du bist auf der Farm sozusagen der Hausmeister. Du bist immer für die Reparaturen zuständig. Ja, ich schon. Ja, genau hier. Aber ich habe das Vieh vor uns doch gesehen. Ich wollte schon sagen. Das ist ein Swimmingpool. Ach. Ja, sollte nicht sein. Das hier kann ich selber reparieren. Das ist kein Problem. Mach du mal das Loch da vorne mit dem Weg und alles. Aber brenn bei Möglichkeit nicht mit weg. Das wäre unschön. Genau. So. Der Tilo meditiert ja neben mir. Nee, das glaube ich nach einer Weile. Bekommst du einfach mal so eine richtige Nackensteife hier drin. Das ist einfach mal so heftig. Weil man muss ja die ganze Zeit in dieselbe Richtung gaffen, nur um das Mikrofon halbwegs mit seinen Worten zu erreichen. Aber das Mikrofon zeigt sich berührt von dem, was wir sagen. Ja, berührt sich noch. Das rührere Hauptquartier rührt zurück. Schön, wie du den ganzen Hohlraum mit Kies ausfüllst. Ich danke dir. Wie du unseren ganzen Kies da reinschmeißt. Danke. In einen Raum, der eigentlich nur mit Erde gefüllt werden könnte, weil jetzt eh keiner sieht. Aber danke, dass du dort Kies reintust. Weil Kies brauchen wir ja nie. Wozu auch? Das Ganze beschleunigen wir jetzt mal wieder hier. Damit es mal vorangeht. Au! Es dort knallen! Ich brenne! Nicht. Was lodert denn hier so? Ich brenne! Das musste ich jetzt tun. Und gegrillter Apfel. Bratapfel. Hm? Bratapfel! Bratapfel! So, also es sieht so aus, als brennt die Kacke ganz gut. Oder Kalle, was meinst du? Hm? Gate auf jeden Fall, Skate. Gate Vision. Hm? Gate Vision. Hm, the Gate Vision. Gate Vision 2010. Jetzt wird gegate. Sag mal, geht's noch? Wieso jetzt? Das machst du doch immer. Du bist ja gemein. So, in die Spawn-Etagen mache ich am besten. Ja, die mache ich einfach mit Dreck. Mit Dreck. Oder Blätter, die decayen dann nach einer Weile. Funktioniert das Ganze nicht mehr und wundere mich dann warum. Hier, da hat eine Guschenhaufen. Hier begeht bestimmt gleich so ein Vieh Selbstmord. Ruckelt auch nicht. Flüssiger Sound. Kein Tier? Trag. Überall Trag. Trag, Trag, Trag. Klappt auf jeden Fall mit dem Dreck. Feige Katze reintun, die Kiste gleich. Ja, stimmt allerdings. Feige.
Ist schon mal ein Stack Dreck. Ich glaube, viel mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich habe bloß die Plattform. Was meinst du, wie groß sollte das eine sein? 15 Blöcke. Im Grunde genommen, wir haben zwei Spawner. Ach, zwei, da geht ich. Ja, wir verteilen sie an der Mitte, kommt dann der Wasserlauf und dann den Spawner. 16 Blöcke nach außen. Na, so gesagt 17. Wenn ich den jetzt in der Luft platziere, spawnen da Viecher in der Luft? Nee, die gehen nach unten, oder? Die müssen Boden. Ja, aber ich meine, spawnen die trotzdem. Also wenn ich jetzt einen Spawner hab, spawnen die dann auch noch. Die spawnen nur auf dem Spawner oben drauf. Nur ein einziges ist. Der Rest kommt nicht. Aber die gehen dann nicht runter, ne? Nee, gehen nicht runter. Also macht das keinen Sinn, den Spawner in der Luft zu platzieren. Nee, auf dem Fußboden ist besser. Weil die dann auch mehr spawnen, so gesagt. Wenn du in Luft machst, dann spawnt einer oben drauf. Nur ein Mob. Wenn ich einen Villager habe. Ja. Gehen die Skelette zum Beispiel dann zu dem Villager hin? Wollen die denen was? Ja, seit dem Update 1.4.7 greifen Zombies, Creeper und Skelette die an. Und wenn Zombies Villager angreifen, dann werden die zu Zombie-Villager. Und ja, also die werden getötet. Die Villager. Das ist das Unpraktische. So, Kalle, hier in dem Eck gräbst du dich runter. Halt quasi rund um den Kackstift. Treppenartig oder einfach nur runter? Kackstift einfach nur runter. Immer wieder diese 9 Blöcke immer. 10. Insgesamt. 10, 11, 12. So wie du es dort siehst. Wo gräbst denn du dich runter, Alter? Das ist der Blöd. Spring da rein, du Vollmongo! Oh. Rein dort! In diesem Quadrat. Und das nicht! Oh, ist ja blöde! Oh, Kalle. Bitte dich. 9 Blöcke und in der Mitte ist der Stift. Na, da bauen wir mal noch 3 Blöcke dazu. Und den Stift dann auch mit weg. Oh. Au. Ja, und den Stift auch. Und alles um den Stift auch. Und zwar an dem Radius, wie ich es dir gerade eben gezeigt habe. Ich muss mich erstmal nochmal hinsetzen. Ach, mein Sack stirbt ab. Das Sack stirbt ab, LP. Jetzt auch in HD. Los, grab dich runter, du Sau. Und die erste Ebene waren die 21 Blöcke, ne? Ja, also wenn du jetzt noch einen Block hochsetzt, wenn du jetzt auf der Ebene bist, einen Block hoch. Und die müssen so runterfallen. Also jetzt, ja, genau auf der Ebene jetzt, ja. Auf der Ebene muss der Spawner sein und wenn die dann runterfallen, bis runter zu dir, wo diese andere Ebene ist. Ja, wenn ich einen Spawner baue, dann. Gib mal ganz kurz, ich zeig dir. Nee, ich geb dir das Ding nicht nochmal. Nee, darum geht's nicht. Aber ich meine jetzt einfach, Und jetzt auf dem Erdfeld 1, 2, oben 3, drauf. 4, 5, 6, 7, 8. Ach, du machst es ja mit Wasser, ne? Dass sie reinfließen, ne? Ja klar. Wasser kann nur 5 weit reinfließen. Hä? Nee, Wasser. 5 Felder. Wasser fließt 8 Felder, Schnüttel. Ach so. 8. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Felder sind ein bisschen fei viel, ne? Da mache ich das ein bisschen. Ja, das aber haut hin, 16 Blöcke. 16. So, wenn jetzt hier Wasser ist, das ist jetzt Block 21, das heißt, die müssen hier rein. Von dieser Höhe müssen die runterfallen. Bis runter zu Kalle, dann musst du einen One-Hit machen, dann sind sie tot. Zum Beispiel. Dann bekommst du noch XP oder du lässt sie mit dem Dings da töten, mit dem Kisten. Hast du 4 Spawner? Hm? 2. Achso. Ich kann ja, wenn ich später noch welche abbauen kann, wenn ich da irgendwie was mit da hast. Kannst du ja an jede Ecke einsetzen. Dann kann ich ja, genau, dann kann ich ja noch ausbauen. Das ist ja noch nicht das Ding. So, das waren jetzt hier
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So wird Level verwertet. Aufpassen, dass ich nicht darunter falle, sonst erleide ich das Schicksal, was die Monster später haben sollen. Ein One-Hit. Ach, was ich vergessen habe zu sagen, du musst bedenken, dass die Monster nicht auf Wasser spawnen. Dass sie noch eine Mini-Spawnfläche haben. Ich weiß. Die Spawnfläche. Ja, nur die Frage ist, wie viel Spawnfläche brauchen die? Mindestens 3 Felder. Du bist einen Sprung nach oben gemacht, deswegen bist du gestorben. Bis jetzt klappt das System schon mal. Probier's mal nochmal aus, ohne zu springen. Probier's nochmal aus, ohne zu springen. Also jetzt töte dich mal selber. Falls du stirbst, dann waren es 20 Blöcke. Ich bin mir aber ganz sicher, dass es 21 Blöcke waren. Ja, warte doch mal. Ich jag dann einfach einen Zombie runter. Kann ich doch machen. Ich kann doch mal einen Spawn da runterschmeißen. Das ist ja nicht das Problem. Kalle, ich komme! Jetzt ein Hit mit dem Dia, werden dann sind sie tot. One. So, Kalle. Ich helfe dir sogar. Guck mal. Du hast noch Items von mir und die will ich wieder haben. Ja. Ach, was? Achso. Ach, gut. Ich. Ja, behalte einfach. Ich brauche eigentlich nur Dreck. So. Ich sagte, du sollst behalten. War doch gerade eben mein Reden. Ja, da sagte ich, brauche nur Dreck. Also habe ich dir Dreck gegeben. Ist irgendwo die Spinne, die uns immer hinterher fleucht. Zwei Spinnen. Na Mensch, ist ja Wahnsinn. Da. So. Pams. So ein Mod wäre auch cool, wo man im Inventar automatisch darauf switcht, wenn man jetzt angegriffen wird, dass automatisch das Schwert in die Hand gegeben wird. Was willst du hier oben? Was du hier oben willst? Nix. Ja, was machst du dann hier oben? Gucken, wo du bist. Warum? Bist du fertig? Ja. Gut. Also die Grundflächen lasse ich erstmal hier bei einem 3x3. Also müsste das in jede Richtung 7 Blöcke sein. Zwei, drei, eins, eins, zwei, drei. So. Und jetzt müsste ja im Grunde genommen... Eins, zwei, drei, eins, eins, zwei, drei, pam. Hier das Spawner hin. Kalle, auf dich kommt ein Zombie zu. So, wieder da. Er ist wieder da. Hört, hört. Und hier mache ich jetzt erstmal dicht, dass nicht mehr die Gefahr besteht, dass jemand da reinknallt die ganze Zeit. So ist sicher. Das sind jetzt 1, 2, 3 und dann müsste jetzt hier wieder eine Wand hin. So.
Ich habe übrigens, was keiner mitgekriegt hat, vor dem Wegbrennen Backup gemacht. Hier wieder rum. So, und da müsste dann wieder die Wand dran. So, die Wand lassen wir aber weg. Und die baue ich dann direkt aus Cobblestone oder irgend sowas. Mal gucken, wie ich das mache. Irgendwie schaffe ich da schon was. Und dann denken wir uns zu der Hütte noch irgendeine Geschichte aus und dann passt das. So. Das ist wieder Block 1. Ey, yo, ich wohne in Block 1. Welchen Block wohnst du, Digga? Block 1a oder Block 1b? C. In einer ganz harten Sorte, hä? Ja, davon kannst du ja nicht reden. Er lernt vom Maestro. Endet eigentlich jedes Wort, was ich irgendwie in das Let's Farm einbringe, mit irgendeiner Beleidigung gegen mich? Na, nee, nicht gegen dich direkt, wenn man so sehen will. Das ist gegen deinen Schniepan. Ich gehe mich jetzt ertrinken. Ja, gute du Idee. Was Sinnvolles. Da hast du einmal was Kreatives wirklich geleistet. Go, go, Kalle Ranger. So. Mobfalle direkt an der Tagesfläche. Und ich dachte mir vor kurzem, ich wäre ideenlos. Damit habe ich mindestens die nächsten 1500 Folgen gefüllt. Ich habe es ja auch nötig, die so zu strecken. Weil sonst mache ich ja keinen Profit draus. Aus meinen kostenlosen Videos. Es ist schon wichtig, dass man aus kostenlosen Videos den meisten Profit schlägt. Ah, nun ist Geld geil. Der Creeper da drüben ist Geld geil. Wirklich? Der wird, ja, der will nur Moneta, der erpresst mich jetzt. Entweder du gibst mir das Geld oder ich jag die ganze Hütte in der Luft. Und ich sag nur, Money Boy, du bekommst kein Geld von mir. Zombie! Geldgeiler Zombie! Es gibt keine Kohle! Es gibt auch keine Kohle! Es gibt keine Kohle! Den springe ich an, wie so ein Tier! Wie ein Tier! Das ist mein Cousin. Das sind die Kumpels von dem geldgeilen Sack! Jetzt kommt natürlich erst mal jetzt kommt ein ganzes Partner. Kokoloris! Kommt ein ganzes Partnerunternehmen auf uns zu, Manu. Kokoloris! Manu. Hinter dir, hinter Alfonso. Dir, hinter dir! Was ist denn hinter mir? Geld eintreiben. Ach, nicht doch. Geld eintreiben. Manu. Lauf! Lauf weg! Lauf weg! Da kriegt man mit dem Dia-Schwert drauf! Flieg, mein Freund! Flieg, mein Freund! Nein!